der will das ganz unbedingt. Zu Hause vor heimischer Kulisse und seinen Fans im Niederrhein-Pokal gegen Oberhausen antreten. Problem, im Röntgenstadion in Lennep, da gibt es kein Flutlicht. Was schlecht ist, das Spiel wird nämlich abends angepfiffen. Das technische Hilfswerk, das war schon da, um mit mobilen Lichtmasten, naja, für Erleuchtung zu sorgen. Es hat nicht geklappt und jetzt hat sich ein junger Mann gemeldet. Das sind seine Lampen und das ist Christoph Berning. Der 24-Jährige will schaffen, was bisher keiner hinbekommen hat, Licht ins Dunkel bringen, und zwar mit diesem Monstrum. Krach genug macht es ja. Ein Mast, vier Lampen, damit will er es versuchen. Also das ist kein Versuch, ich bin mir sicher, dass das funktionieren wird. Wir haben das vorher am Computer entsprechend simuliert. Und der Platz und das Stadion ist ja auch nichts so Besonderes. Das dient jetzt hier mehr dazu, dass man das nochmal, die Abläufe ein bisschen probt und die Blendwirkung ein bisschen besser einschätzen kann. Klingt nicht nur abgeklärt, ist es auch. Und so bringt Christoph Berning ohne großes Bohai seinen 25-Meter-Mast in Stellung. Der gehörte mal der Bundeswehr, jetzt verdient sich der Student damit sein Studium. Dann ist es soweit. Um 19:30 Uhr abends geht die Sonne in Lennep auf, das Röntgenstadion in völlig neuem Licht. So, jetzt ist natürlich die Geschichte mit dem Ball. Da muss man ganz klar sagen, die Schattenbildung, die muss man natürlich rausholen. Dafür ist der junge Mann aber auch ausgebildet und weiß, wie das geht. Ja, wir müssen den Faden, den der hinterher zieht, den müssen wir weg haben. Ja, gut. Lass wir mal das Ding da, das zweite, da stehen haben, dann sehen wir das noch besser. Ja, halt mal den Ball jetzt mal flach. Denn es sollte noch mehr Licht werden. Um zu entscheiden, ob es ausreichend hell ist, stellte der Student einen zweiten Masten auf. Und hell ist gar kein Ausdruck. Trotzdem, die Verantwortlichen vom Verband messen nach. Rundum vorne 70 Lux. Ja. Und hier hinten, also hier auf dem Messpunkt, haben wir noch 50 Lux. Ja. Wenn ich mal Banges Warten der FC Remscheid-Leute auf die Entscheidung. Nee, das ist schon in Ordnung. Ja, da können wir also mit da brauchen wir keine Diskussion drüber anfangen. Das ist für mich schon in Ordnung. Ich bin richtig glücklich, dass wir das so hingekriegt haben, dass wir auch allen gezeigt haben, wo wir hier in der Lage sind im Verein, dass wir sowas stemmen können, dass wir sowas Einzigartiges geschafft haben für die Stadt und für unseren Fußball hier in Remscheid. Das macht mich richtig froh und glücklich. Und im eigenen Licht des Erfolgs konnte sich dann auch er sonnen, Christoph Berning, der Elektrotechnikstudent, der mit solchen Birnen die lang ersehnte Erleuchtung brachte. Jetzt muss nur noch dem FC Remscheid ein Licht gegen den Drittligisten Oberhausen aufgehen. Jawohl, ein Sieg muss her. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen. Und wir sind damit bei